Usbekistan ist dabei, die Bildung umzugestalten. Im ganzen Land gibt es spezielle Zentren, die außerschulische Aktivitäten anbieten. Sie heißen Bakamol Avlot, was harmonische Generation bedeutet. Dort werden viele Fertigkeiten vermittelt. Die Kinder haben große Träume. Mein Traum ist es, ein großer Roboterbauer zu werden und einen Roboter mit künstlicher Intelligenz zu schaffen, der vielen Menschen hilft. Wir sind im Bakamol Avlot Zentrum in Gulustan in der Region Sirdarya. Akbar ist 11 Jahre alt. Seine Leidenschaft für Robotik hat mit 6 Jahren angefangen. Heute habe ich mit meinem Freund ein Rennauto gebaut, das super schnell fährt und alle Rennen gewinnen wird. Mit diesen Rädern kann es sich in jede Richtung drehen. Der Lehrer hofft, dass sein Unterricht die Schüler auf die Zukunft vorbereiten wird. Robotik ist sehr wichtig für die neue Generation. Unsere Zeit ist schnelllebig. Die neue Generation sollte sich bemühen, neue Erfindungen zu machen. Sie sollten nicht Althergebrachtes wiederholen, sondern etwas Neues erfinden. Nach der Schule können Kinder lernen, Schach zu spielen. Das Rätsel des Rubik-Zauberwürfels zu lösen. Oder ihre Haare zu stylen. Das Bakamol Avlot Zentrum bietet ein buntes Programm. Ich träume davon, Friseurin zu werden. Das ist mein großer Traum. Deshalb komme ich hierher. Im ganzen Land gibt es mehr als 200 Bakamol Avlot Zentren. Sie sind Teil des nationalen Bildungssystems Usbekistans. Die Gebühren sind erschwinglich. 4 Dollar monatlich in den Großstädten und noch weniger in den Kleinstädten. Die Bakamol Avlot Zentren sind eine Plattform, die den Kindern die Möglichkeit gibt, verborgene Talente und ihr Potenzial zu entwickeln. Und diese Fähigkeiten natürlich auch im Hinblick auf ihre künftige Karriere auszusuchen. Der Designkurs gehört zu den beliebtesten Angeboten. Proportion, Muster, Symmetrie und moderne Trends, um ein modisches Kostüm mit Elementen des traditionellen usbekischen Stils zu entwerfen. Und vielleicht wird eines der Kinder Modedesignerin. Mein Traum ist es, eine Kollektion zu entwerfen, die Kleidung aus usbekischen Nationalstoffen mit moderner Garderobe kombiniert. Außerdem möchte ich diese Stoffe zur Herstellung von Hüten, Schuhen oder Taschen verwenden. In Usbekistans Hauptstadt hat die Regierung Informatik und digitale Technologien zu einer der wichtigsten Bildungsprioritäten im außerschulischen Bereich erklärt. Im IT-Park von Taschkent nehmen Mädchen mit Behinderung am Programm Skills for Girls teil, das ihnen die Möglichkeit bietet, IT-Kenntnisse zu erwerben. In diesem Kurs lernen sie, wie man Webseiten gestaltet. Dieses Programm ist sehr wichtig für mich. Ich möchte einmal Innendesignerin werden. Skills for Girls ist eine UNESCO-Initiative, an der 22 Länder, darunter Usbekistan, teilnehmen. Wir haben hier angefangen und decken alle Regionen ab. Wir bieten Mädchen aus benachteiligten Verhältnissen, darunter auch Mädchen mit Behinderungen, eine Ausbildung in gestalterischer Programmierung und in bürobezogener Datenkompetenz, damit sie auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren können. Wir planen auch Blockcodierung und Robotikfähigkeiten einzuführen. Wir wollen usbekischen Mädchen diese Möglichkeit geben, damit sie nicht nur auf dem heimischen Arbeitsmarkt konkurrenzfähig sind, sondern auch auf dem Weltmarkt. In einem weiteren außerschulischen IT-Zentrum in Taschkent betreiben die Schüler nach dem Unterricht Cybersport. Sportarten wie Schach fördern Fähigkeiten wie strategisches, logisches Denken, Führungsqualitäten und Kommunikationsfähigkeiten bei den Schülern. Daher ist E-Sports wichtig und da dies eine IT-Schule ist, bieten wir auch E-Sports an. Für Schüler eine künftige Karrieremöglichkeit. Ich werde meine eigene E-Sports-Plattform gründen, dann denken die Leute bei E-Sports sofort an Usbekistan.